Herzlich willkommen von Woman Adventure. Ja, es geht mir wieder ein bisschen besser unterdessen und deswegen habe ich oder wir uns entschlossen, doch nach Afghanistan zu reisen. Ja, und auf das freue ich mich ganz speziell. Natürlich werde ich da filmen, mal schauen, wie gut das da geht. Ich muss mich da erstmal rantasten. Ja, ich werde da an der Grenze sicher mal ein bisschen mit den Leuten reden und mich informieren da direkt vor Ort und ja. Ja, und ja, aber jetzt geht es ja eigentlich um dieses Video und hier reisen wir weiter durch Kirgisistan, dieses wunderschöne Land über Berge und Täler und dann geht es auch wieder ein bisschen in die Kultur hinein und Viehmarkt auch ganz am Schluss. Ja, also jetzt lassen wir los und viel Spaß beim Schauen. Kalma Kaschopass heißt der, wo wir gerade drüber fahren. Sehr anstrengend, aber schön. Wir fahren jetzt nach Koshku, nach 5 Tagen endlich wieder mal hoffentlich Internet. Super herrlicher Ausblick. Da runter, ah, jetzt haben wir alle eingeholt. Die hatten eine halbe Stunde Vorsprung. Vielleicht haben sie Pause gemacht. Aber ich fahre auch ein bisschen schneller. Carlos und der Malte, Chinese aus dem Platten, die helfen. Von da draußen aus den Kräutern riecht es traumhaft gut. Vielleicht auch mal Burmeli. Riecht hier fantastisch, ey, nach Kräutern. Geschafft, sind wieder auf Teerstraße. Die Piste war richtig übel und jetzt hier diese schönen Erosionshügel, sage ich mal. Oh, ja, da kommt noch ein Stück. Wir haben hier an diesem schönen Platz übernachtet, direkt an diesem kleinen Fluss. Und jetzt fahren wir weiter zum Songkul. Wie heißt der? Songkulsee. Easykul. Easykul. Ah ja, gut. Also Easykul. Wir fahren jetzt hier im Süden vom Songkul entlang eine Rüttelpiste. Und gut, dass die Halterung hier so perfekt ist, denn das ist ein Chaos hier. Was fährst du jetzt woanders hin? Du fährst auf die geteerte, fast schon geteerte Straße. Ja, da wird präpariert für die neue Straße und jetzt versuchen wir es einfach mal hier. Ja, und jetzt ein paar Kilometer wieder auf der neuen Straße, denn sie können es irgendwie. Sie bauen doch ganz gute Straßen. Dauert aber halt. Und so wechselt unser Untergrund von Steinen, Felsen, altem Teer zu neuem Teer und jetzt mal wieder Sand. Wir sind angekommen am Easykul und das ist hier so das kirgisische Meer. Aber das ist schon speziell, denn da am Strand stehen auch Jurten. Ganz ungewohnt. An dem Strand blüht der Lavendel und das sieht echt schön aus. Leider sehr viel Abfall, das muss man ein bisschen drüber weggucken. Aber hier geht es zum Meer hinaus. Wir haben da ein schönes Plätzchen gefunden am Easykulsee an einer Bucht.
mit ganz vielen Jurten. Die Einheimischen kommen hier baden. Gestern Abend war hier richtig was los. Ich glaube, manche schlafen da drin. Und ja, wir waren da ganz alleine, sind da einfach ja, zu diesen Plätzen gefahren. Ihr seht's, und da standen wir, eigentlich für uns, toller Platz. Fairtail Canyon sind wir, da muss man was bezahlen, 50 Cent pro Person. So, der nimmt das Geld, jetzt geht die Schranke auf. Jetzt können wir rein. Mal schauen, was uns erwarten ist. Canyon, sicher schöne Felsen. So, das war's. Hier ist die Endstation. Da kommen doch einige. Schöne Steinformationen. Aber wir sind nicht alleine. Ja, leider wird da überall ein bisschen rumgetrampelt. Da ist aber toll da oben, Kiki. Ha? Komm mal wieder runter. Kiki, komm. Ich kann da durch. Schon gut. Wow, jetzt nimmt das Ganze Farbe an. Ach, die Natur ist sowas von schön. Wahnsinn. Hier am Skarska-Felsen hat es Berge wie Regenbogen. Und wie Flöten. Oder Türme. Und früher sind hier wohl die Flüsse durch. Das schaut mächtig aus hier, diese Spitzen. Wow, das Labyrinth. Das Wasser sucht sich seinen Weg. Wunderschön. So, hier ist leider Sackgasse. So, Angie ist da runtergesprungen. 2,5 Meter. Heila will nicht. Vamos, komm. Hopp. Komm. Komm abe. Komm abe. Komm abe. Ja, dann gehst du woanders durch. Gut. So, nach dieser schönen Besichtigung fahren wir jetzt runter zum Strand zum Baden. Es ist nämlich warm. Hier treffen wir wieder die Mankais und da ist gerade eine stecken geblieben, ein alter T2. Das wird immer tiefer hier. Alles fester. Ja, der ist da stecken geblieben im Sand und den ziehen wir schnell raus. So, der Wario zieht wieder mal. Mankai. What? Er hat voll mit den Rädern blockiert. So, jetzt. Er hat voll die Räder eingeschlagen. Ah. Ach Gott, fährt noch aufs Seil. Time da. Hat nicht so viel Erfahrung gehabt, der T2-Fahrer. Aber ich habe sie einfach mit meiner Reifendruckanlage, Druck habe ich schon ein bisschen gesenkt. Was?
Wir reiten zum Wasserfall. Tschu, tschu. Das ist der Befehl, damit die Keule losgeht. Wir reiten ganz steil hoch zum Wasserfall, ja. Ja, diesmal habe ich einen lahmen Gaul erwischt. Tschu, tschu. Den ersten Wasserfall haben wir erreicht mit dem Pferd. Wir sind heute faule Säcke. Und das ist denn nun unser Wasserfall. 15 Meter, sag ich mal. Und weiter geht's zum nächsten Wasserfall. Der Weg ist schmal. Einfach und steil, extrem steil. Aber die Pferde kennen sich aus. Und wir haben den nächsten Wasserfall erreicht. Das sind echte Wasserfälle. Wow! Würde man sagen 20 Meter. Lärm und es tost hier runter von der Felswand hier im Tianjin-Gebirge. Diese Wassermassen gehen alle runter in den Barskornfluss. So, jetzt heißt es den Berg wieder runterklettern. Jetzt geht's wieder zurück, steil runter. Da hinten ist der Camper. Filmen und reiten. Der René filmt auch. Da neben den Pferden kommt der Kleine mit seinen 2 Jahren. Ja, der darf da auch hoch aufs Pferd. Jawohl. Ja. Die lernen schon mit kleinen Aufrädern reiten. Die Bus. Wichtig, ganz wichtig. Der René macht gerade Drohnenaufnahmen und das ist natürlich die Sensation hier bei den Kids. This is baby English. Your baby. Baby English. Okay. Okay, very good. Nach unserem Reitausflug schauen wir uns jetzt noch das Juri Gagarow Monument an. Das ist ein ehemaliger Kosmonaut, der hier verewigt wurde mit goldenem Gesicht. Und der hat sich hier mal erholt in der Gegend, in einem Sanatorium. Aber bei dieser Natur ist das natürlich verständlich, dass es einem hier gut geht. Und im Tianshan-Gebirge hier in der Ferne leuchten noch ein paar Gipfel mit Gletschern oben. Und das war jetzt wieder ein schöner Tag heute. Wir sind jetzt in einer Jurtenfactory und kriegen da eine Führung, wie man Jurten herstellt. Eine automatische. In der Natur. Wir haben natürlich diesen Tipp gekriegt von Berlinern, die ich schon ein paar Mal kennengelernt habe, vor 2 Jahren das letzte Mal in Tiflis. Und da sind wir jetzt unterwegs. Ja, insgesamt fährt man fast 5 Kilometer so halbwegs durch den Busch, aber es ist eine Piste da. Das ist ein wahrer Buschplatz. Man muss da echt so eng durch das Zeug fahren. Für einen Geländewagen kein Problem. Für einen Vario geht es auch.
für einen LKW, ja, ein bisschen breit. Wir sind am Meer, hier am Isikulsee, dem Meer Kirgisistans. Ein traumhafter Sandstrand. Also, Kinder finden immer was zu spielen und das ist ein schöner Spielplatz. Ja, das gibt es hier in Kirgisistan. Am Strand liegen bei warmen Temperaturen am Isikulsee. Und im Hintergrund die Schneeberge des Tien Shan an der Grenze zu China. Und im Vordergrund der Camper. Tschüss! Zwei Nächte standen wir mit den Berlinern, junges Pärchen zusammen. Die fahren jetzt weiter nach Bischkek. Und wir stehen hier an diesem wunderschönen Sandstrand. Echt wie im Meer, aber es ist Süßwasser. Abendessen bei Sonnenuntergang an diesem schönen Strand. Schönen Tagen an diesem schönen Strand fahren wir wieder raus, auf durch schöne Landschaft. Wir sind unterwegs ja zu den Seven Bulls, das sind so rote, sieben große Hügel, sage ich mal. Und wir treffen wieder auf Mankais. Wir fahren ja jetzt eigentlich schon seit einer Woche alleine, aber wir treffen immer wieder mal andere Leute. Hammer Landschaft, ey. Wir fahren jetzt hoch zu unserem Übernachtungsplatz und hier sind diese Seven Bulls. Jetzt wisst ihr auch, warum die so heißen. Sind wunderschön. Da wird geritten. Hier kann man nämlich auch reiten bei den Touristenplätzen. Die haben Spaß. Angekommen hier bei den Seven Bulls, diesen roten Rocks. Da stehe ich jetzt auf der Brücke. Es hat unheimlich viel Wasser, denn es hat vorhin Unwetter gegeben. Und hier aus Sowjetzeiten noch diese Konstruktion. Ja, die Red Mountains immer noch im Hintergrund. Und da daneben ist das Sanatorium Yeti Ögüs. Auch ein Gebäude aus früheren Zeiten und naja, so einladend sieht es nicht aus, aber innen ist es, glaube ich, recht angenehm mit Wellness. Ja, was ist denn da los hier? Bei uns unvorstellbar, dass die einfach frei rumrennen, aber hier ist es einfach so. Und jetzt stehe ich hier mal direkt am Fuß von den Seven Bulls. Man kann es dann mitzählen, es sind sieben Köpfe. Etwa. Ja, da kommt auch der Benny
Und da ist er ein schlammig, aber das hat er geschafft. Nur nicht stehen bleiben. Du, vielleicht nicht stehen bleiben. Aber das schaffen hier sogar die Mercedes. Wir machen einen kleinen Ausflug zu einem Wasserfall, aber hier bereits extrem viel Wasser heute. Das ist jetzt schon die dritte Brücke, es sind alle angeschrieben mit 7 Tonnen. Ich bin knapp darüber. Wir dürfen alleine reiten. So, Womo Adventure mal nicht im Vario, gell? Das ist ein Pferd, das heißt Vario im Fall. Wir werden immer fauler, denn wir sind wieder am Reiten. Ist das geil? Hallo. So, das macht Spaß. Jetzt habe ich die Zügel losgemacht. Darf man nie machen. In der Hoffnung, er brennt nicht durch. Wir reiten zum Wasserfall. Die Hunde sind natürlich dabei. Hübsches Pferdchen. Hier sieht man nur die Pferdeohren, aber der Weg ist echt cool hier zu den Wasserfällen. Ja, und wir haben den Vorteil, dass wir die Pferdehufe unter uns haben, denn der Matschweg ist natürlich jetzt für uns hier voll easy. Wer jetzt hier wandert, muss ein bisschen feste Schuhe haben. Ja, der Wasserfall ist weiter. Schaut euch diesen Ausblick an. Gott, ist das ein Traum. So, irgendwo da vorne ist der Wasserfall. Hier ist kurze Reitpause und dann müssen wir ein Stück zu Fuß weiter zum Wasserfall. Da ist er ja. Er ist hoch, 20 Meter, aber nicht allzu viel Wasser. Obwohl gestern hat es geregnet. Also wunderschön, es geht da hoch und hoch und hoch. Ich würde mal sagen 30 Meter. So, angekommen und er ist wirklich sehr schön und auch groß. Am Wasserfall ist es doch schön. Rückweg treten wir jetzt an. Alles rutschig und matschig hier. Und? Ich bin ein Cowboy in diesem Land. Ja, auch diese Pferde brauchen ein Hufeisen und das wird hier einfach auf der Wiese erledigt. Vielen Dank, das waren deine Pferde. Das war unser Pferdeausflug zu den Medanley Plates Waterfalls. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück hier an diesem schönen Platz. Und wir sind auf dem Rückweg. Es hat, glaube ich, etwa 4 solche Brücken. Sind alle neu, Doppelstahlträger. Krasse Wassermassen, der Fluss fast über die Ufer. Wow! So, Reitstunde vorbei und jetzt fahren wir nach Karakol und die Mankais hinter mir sehen wir leider zum letzten Mal vermutlich. Ja, gute Reise wünsche ich euch. Wir fahren jetzt einen anderen Weg und sie, ja, irgendwann sehen wir uns wieder. Wassermann.
bin ich schnell in einen Hinterhof, Mercedes-Werkstatt, und die Jungs gucken da zu, weil sie noch nie so ein Fahrzeug gesehen haben. Wir sind an der Kreuzung und da ist ein Unfall passiert. Jetzt versucht der Wassertank diesen Sprinter da los, aber ich glaube, das Seil ist gerissen. Die haben immer das gleiche Problem, dass ihre Seile nicht halten. Ja, die wollte ihn rausziehen, aber Seil gerissen. Mit meinem würde ich den locker rausziehen. Ja, ein Unfall. Ziemlich massiv. Also der hängt mit dem Reifen im Wassergraben und kommt nicht raus. Ganze 5 Polizisten waren da an Werkeln, aber offensichtlich das falsche Bergematerial. So haben wir uns beschlossen, ihnen zu helfen. Ja, mit vereinten Kräften versuchen sie jetzt hier das Fahrzeug hochzuheben. Jawohl, da bewegt sich was. Ah, das funktioniert! Super! Noch ein Stück rückwärts ziehen. Hier in Karakol gibt es die Kathedrale der Dreieinigkeit und das ist eine Holzkapelle, eigentlich Kirche. Also da, so eine habe ich auch noch nie gesehen. Sehr hübsch. Und Karakol hat hier auch so einige Villen mit Holzverzierung. Heute in Karakol geht's zum sonntäglichen Tiermarkt. Also was man hier nicht erlebt, ist viel lautes Geschrei und Handeln, was natürlich auch für die Tiere wieder angenehmer ist, wenn es nicht so einen Stress ausstrahlt. Es gibt auch Menschen, die hier nach Almosen erfragen. Ein schönes Pferd hier, aber es hat einen ganz starken Senkel. Hier wird verhandelt und man wird sich wohl auch einig. Hier sind jetzt vornehmlich die Pferde zu verkaufen. Eigentlich sehen sie in ziemlich gutem Zustand aus. Manche sind schmutzig und so, aber verletzte Tiere sehen wir hier glücklicherweise gar nicht. Ja, da hinten wird quasi Probe geritten, mal ohne Sattel. Die Pferde, die verkauft werden oder wo Interesse besteht, und das ist der Überblick hier auch über den Pferdemarkt. Das finde ich persönlich jetzt ein besonders schönes Tier. Sieht sehr nach einem Test für Coq Bourou, dieses doch recht raue Reiterspiel aus. Und hier werden auch diese Fettschwanz-Schafrasse wird hier verkauft. Jeder hat seine Gruppe an Schafen dabei. Und hier gibt es auffällig große Rassen auch, die wir sonst noch gar nicht so gesehen haben. Ja, ganz klar muss man natürlich, die werden als Fleisch- und Wolllieferanten
verwendet und das ist die Realität hier. Deswegen greift der Kenner auch immer in den Rücken, was denn das so dran ist. So, das war es wieder von mir. Ja, bald reise ich aus Kirgisistan aus und dann nach Usbekistan wieder und dann auch nach Tadschikistan und ja, in Kürze sogar nach Afghanistan. Und da nehme ich euch dann mit, vermutlich schon im nächsten Video ist es dann so langsam soweit. Okay, danke, dass ihr mich vielleicht abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt, einen Daumen hoch gibt und wie immer dürft ihr den Kaffee da unten bei PayPal spendieren oder schreibt einen Kommentar, was ihr davon haltet. Afghanistan ist ja sehr umstritten, was eure Meinung ist. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.